Moin Leute, willkommen bei German RC Playground. Heute ist mal endlich wieder Review-Time. Wir gucken uns den Losi Super Buyer Rate 2.0 an. Wie ich ihn finde, was ist gut, was ist schlecht, wie sind die Erfahrungen, all das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja Leute, willkommen zum Video. Wie schon angekündigt, habe ich heute bei euch den Losi Super Buyer Rate 2.0. Und ich habe einen Gast hier. Wer ist hier? Der andere Benny. Der andere Benny. So, ich sag's jedes Mal, wenn du hier bist, aufmerksame Zuschauer, weil dich nicht kann schon lange verfolgen, werden dich kennen. Und er ist aus folgendem Grund halt hier, weil er hat damals den Losi Super Buyer Rate 1.0 bei uns auf den Kanal gebracht. Den hast du damals frisch gekauft gehabt gerade, ne? War noch Lage 9 und so. Und ich konnte mir damals nicht leisten und ja, wie so viele Autos hast du damals uns ausgeholfen und ne, haben wir den gemeinsam unboxed. Die Fahrerfahrung bei dem Wagen, also der First Run war jetzt ein bisschen geprägt von Problemen, von Akkus und so weiter, ne, und hat jetzt nicht so eine überragende Performance abgeliefert, weil ich glaube auch damals so diese Art von Autos und so war so ein bisschen nur noch so... Neu, man wusste nicht so richtig damit umzugehen in dem Moment. Danach in Eslohe hatten wir einen Vergleich gemacht gegen den damals neuen UDR. Also ja, die sind ja ziemlich zeitgleich auf den Markt gekommen, die beiden. Ja, der kam ein bisschen später, oder? Da war ein bisschen Zeit zwischen. Okay. Jedenfalls hatten wir zwei UDR gegen den auf einer Rasenfläche. Da hat er echt gut performt, ne? Ja. So, da ist seine Größe und seine Breite und der war ja auch so ein bisschen flacher gebaut. Ein bisschen anders wie er hier. Und da hat er echt geil gefahren. Und dann später hatten wir ihn nochmal im alten Bestspot. Den mit der großen Klippe und da war ich ja komplett geflasht von dem. Ne? Ja, da hat auch nochmal ein Video gemacht von ihm, glaube ich. Und, genau, da ist er gegen den 5T gefahren. Ja. Ach schon, da haben wir immer gewechselt zwischen Autos, genau. Ne? Genau, das war. Da hat er richtig, richtig Bock gemacht, aber hat dich dann ja auch irgendwann verlassen halt, ne? Ja. So, und als der 2.0 rauskam, da habe ich gleich gesagt, okay, den muss ich mir diesmal anschauen. Fazit gleich zum Anfang, aber nicht abschalten bitte. Ich bin von der Karre echt geflasht. Er hat mir mega, mega, mega Spaß gemacht. Ist auch blöd, dass er uns verlassen muss. Ist ein Auto, was ich immer wieder kaufen würde. Und warum und was ich alles auch scheiße fand, das jetzt. Und wir kommen als allererstes zum Thema, was ist blöd an dem Auto. Und zuallererst war ein bisschen Schock beim Unboxing damals, kann ich mich noch genau daran erinnern, dass das, was ihr hier seht, das Gelbe, das Weiße hier, natürlich die Schriftzüge und alles und auch um die Ecken hier rundherum, das sind alles Aufkleber. Das Graue hier ist lackiert. Die Karosserie ist also halt grau. Aber das hier sind Aufkleber. Das ist bei mir schon, ich sag mal, bei einem aus dem First Batch schon echt mies. Und ich habe auch letztens kürzlich Kontakt gehabt mit jemandem. Falls du das siehst, schöne Grüße an dieser Stelle. Da war das noch katastrophaler gemacht. So, jetzt haben wir uns gerade unterhalten, andere Benny und ich. Erzähl mal, hast du bei Horizon im Flagship Store gesehen? Also ich war da letztens im Flagship Store in Basbüttel und da stand auch ein Super Buyer Rate 2.0 und zwar mit dieser anderen Karosserie, die dann so ein bisschen die blaue. Genau, eine King Shocks Edition. Ja, King Shocks Edition und der war nicht so stark beklebt. Zum Beispiel da war vorne in der Front, die ist ja dann so mit so einem, ja wie soll ich sagen, so ein Muster mit schwarz-grau und sowas. Ja genau, der hat hier in der Front überall schwarz-graue Dreiecke, irgendwie sowas, Dreiecke, Vierecke, so wildes Muster auch hier an der Seite entlang. Genau. Das war alles lackiert, da waren keine Aufkleber. Das Einzige waren eben halt die Namenszüge, die Werbung und sowas, das ist natürlich alles Aufkleber, dass das nicht lackiert ist, ist ja fast ja, klar. Und der hatte auch so ein schönes mattes Finish gehabt, auch dieses, was so grau-schwarz ist, das war mattiert, auch das Blau. Der war jetzt nicht so glänzend wie dieser hier. Ja, ich habe euch hoffentlich ein paar Bilder eingeblendet, dass ihr einmal das vor Augen habt, wie der Wagen aussieht. Die alternative Karosserieversion, der hat auf jeden Fall hier vorne halt einmal Kings drauf, das ist halt eine Fläche, da kann man ja nicht so viel Mist machen. Und hier an der Seite kommt das so ein bisschen und hat quasi nur diese Stelle hier, wo es ein bisschen tricky wird mit dem Kleben. Und vielleicht sollte man sich den Wagen anschauen, um halt nicht enttäuscht zu sein. Wie gesagt, aktuelles Modell, aktuelle Baureihe, habe ich letztens erfahren, da ist es immer noch, ist es auch schlecht verklebt gewesen. Ja. Kann natürlich auch ein Einzelfall gewesen sein. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben, wenn den Wagen auch hat. Ist natürlich so, wenn man den Wagen jetzt kauft für den Preis, ist das so ein bisschen Fahrerbeigeschmack. Genau, wir sprechen hier von fast 1000 Euro und da sollte eigentlich alles stimmen. Auf das Thema, dass
eventuell Fahrzeuge auf dem Markt existieren, die auf ähnlichen Sachen aufbauen und so weiter, das ignorieren wir, ignoriere ich jetzt hier komplett. Es geht hier rein darum, sich den originalen Losi zu holen. Falls jemand gleich jetzt gerade gedacht hat, oh, da gibt's ja noch, ne, so und so, das hat jetzt hier auf jeden Fall erstmal nichts zu suchen. Was ist noch blöd gewesen? Das ist einfach eine Krankheit von dem Fahrzeug. Da kann er gar nichts für, das ist einfach konstruktionsbedingt. Er ist extrem verbaut. Elektronikmäßig haben wir hier einen 5687er Motor. Also etwas kürzer als andere 1:5 Motoren. Trotzdem richtiger Durchmesser mit 750 kV. Den 160 Ampere Smart Regler und das 40 Kilo Servo, was auch in den ARMA-Modellen verbaut wird. Ja, und wenn ihr jetzt an diese Elektronik ran wollt, ist das nicht so einfach. Weil da muss der ganze Käfig hier runter. Da hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich alle diese ganzen Schrauben hier lösen und erstmal das reine Lexan abziehen. Und dann an die Panels da drunter und Verstrebungen. Ich habe das tatsächlich nie gemacht. Man kann auch den ganzen Käfig am Chassis selber abmachen. Er hängt an extrem vielen Stellen. Ich habe das mal zum Saubermachen mal ein bisschen entfernt teilweise hier. Auch ich hätte die Karosserie runter für die Kabellage der LEDs. Und ja, das ist definitiv ein ziemlicher Mangel bei dem Wagen. Ich habe jetzt auch extra nicht weiter gereinigt und so weiter nach dem letzten Fahren, damit ihr auch mal ein bisschen seht, wo hier überall der Dreck reinfliegt. Und das war auch echt ein Ding. Also ist Natur der Sache. Ist auch nicht schlimm. Ne? Ich würde euch nur mal zeigen, das Ding sammelt den Dreck sondergleichen überall in seinen ganzen Scale-Sachen. Das ist schon der Hammer. Wo er ihn nicht sammeln sollte, ist bei dem verbesserten gegenüber der V1 Akkufach. So, jetzt sehen wir den Wagen von unten. Da sehen wir zwei Sachen. Einmal das hier. Das ist auch eine Sache, die schon sozusagen die einzige wartungsfreundliche hier ist. Die gab es auch bei dem 1.0 so und auch bei seinem Bruder, dem Super Rock Racers so. Wenn ihr diese Schrauben hier löst, fällt der Motor raus. Und wir kommen zumindest an Ritzel und so weiter ran und können auch das Getriebe sehen. Da kann man auch direkt ein Fett reinspritzen als Beispiel halt. Ne? Das ist schon mal gut. Wir sehen auch gleich nochmal eben hier einen Teil des Vorderwagens. Weil eigentlich ist hier viel übernommen worden vom Super Rock Ray 1.0. Die Schwingen vorne sind ähnlich geblieben, wie sie es bei dem Super Bayer 1.0 war. Aber wir haben hier halt, ich zeige euch Nahaufnahmen, fette Teleskop, Antriebswellen. Vorher waren da Knochen, da ist eigentlich, die funktionieren wunderbar. Hier hinten sieht man sie auch. Das ist gut, dass sie das übernommen haben. Ganz klare Sache. Ja, wie ihr seht hier, viel Dreck, ja, was wolltest du sagen? Ich wollte gerade sagen, man darf sich davon nicht abschrecken lassen, nur weil es Plastik ist, dass das die Leistung vom Wagen nicht standhält. Also nö, also die heilen dem auf jeden Fall stand. Das sind echt heftige Dinger. Wenn die irgendwo in einem 1:8 drin sind, holla die Waldfeder, geht niemals kaputt. Weil viele immer rumjammern, ja, das sind Plastikwellen und sowas. Gibt's, aber es ist schon etwas besser geworden in der letzten Zeit. Ja. Hier ist das Akkufach, Leute. Das ist ein Faktor, den ich irgendwie nicht so toll finde. Wie ihr seht, ist hier überall ein bisschen Dreck hingespritzt. Und wenn um das zu entriegeln, zieht ihr an diesem Tab hier. Der geht jetzt. Es gab aber auch Zeiten, da ging er nicht. Und das kann wahrscheinlich jeder, der auch Fahrzeuge, also diesen oder den Super Rockray hat, halt bestätigen. So, Klappe hier. Die nimmt man dann halt raus. Ich habe hier ein paar Polster drin gehabt. Das war für mein... wie ich die Akkus gefahren habe, war das sehr, sehr wichtig. Beim 1.0 war das so, dass wir hinten eine Klappe hatten, wo die Akkus irgendwie hier durchgequetscht werden mussten. Das war katastrophal. So wie es auch bei den 1:10 Modellen ist, hatten sie es erst adaptiert. Da ist diese Methode schon wesentlich besser, ganz klar. Was die Akkus auf jeden Fall haben sollten, ist das Standardmaß von 145 mm oder sowas. Ist ja das, glaube ich, ne? Sprich, so wie diese hier, das ist exemplarisch jetzt hier ein Hardcase Lipo von Spielzeug Arben. Sowas hier zum Beispiel wie die Gents Ace Packs, die sind mittlerweile hier in Schrumpfloch drin. Ne? Geht schon mal überhaupt nicht, weil passt nicht rein. Das ist schon die erste Sache, die ihr bedenken müsst. Dann ist meiner Ansicht nach Kabelführung auch extrem wichtig. Natürlich, die Akkus gibt es von verschiedenen. Hier habe ich einmal jetzt leider ein anderes Beispiel hier, M-Lite-Akku. Und wie ihr seht, haben die hier, sind die über Eck. Das heißt, das Kabel kann sich wegdrücken, weil wir haben hier eine Öffnung Mitte des Akkufahrs, wo die Kabel durchgehen und die Akkus liegen quasi so aufeinander da. Da ist das schon ziemlich wichtig. Was dann halt
hinderlich ist, sind so eine Akkus in diesem Fall, wo die Kabel relativ starr hier oben rauskommen, da ist es dann ein bisschen schwierig, ne, das zu machen, weil sie halt kein Spiel haben, sich zu versetzen, die Akkus im Akkufach. Sowas geht halt nicht, da müsste man, will natürlich keiner, das Akkufach hier ein bisschen aufknabbern, auffräsen und so weiter, dass die Kabel vielleicht mehr Spiel haben, wobei ich nicht sagen kann, ob das die Zellen darunter und die Anlötpunkte überhaupt zulassen. Deswegen keine Empfehlung dazu, nur eventuell eine Möglichkeit für risikofreudige Leute. Und was dann auch nicht so toll ist, ist das hier. Ne? Ich meine, gut, man kann das da reinstecken. Wenn man so wie ich passende Stecker fährt, ist das eigentlich ganz cool. Die Akkus sollten aber definitiv auch Kabel haben, die lang genug sind. Das ist bei diesen Akkus hier, wie gesagt, ist das der Fall. Das Kabel ist lang genug. Die kann ich euch dafür auf jeden Fall empfehlen. Es gibt aber auch Beispiele, wie jetzt immer mehr auftretende Akkus von Shiner Hobbyline. Da sind die Akkus zu kurz. So. Ich hoffe, das wird irgendwann geändert in der Serie. Die hätte ich zum Beispiel da nicht drin fahren können, wo ich einmal umswitchen wollte auf die. Das nur mal eben am Rande. Ein- und Ausschalter ist hier positioniert, kann man sehen. Kommt man eigentlich auch relativ gut dran. Und wie gesagt, wenn die Kabel lang genug sind, ist das alles kein Problem. Sind sie zu kurz, ist das relativ blöd. So. So viel dazu. Wenn man zum Beispiel das Servo wechseln will, ist es halt extrem aufwendig, da ranzukommen. Andere Sachen gehen einfacher, aber auch der Empfänger ist oben im Auto vergraben, kommt man nicht so leicht dran, wenn man noch was programmieren will. Das ist, ja, ist nun mal leider so. Optisch hat sich einiges auf jeden Fall getan, zum Positiven. Wir haben andere Reifen, andere Felgen, ganz andere Karosserie, auch andere Proportionen, höher, wird natürlich ein bisschen auch schmaler eventuell. Länger, wir haben hinten eine ganz andere Aufhängung, oder heißt ganz anders, eine veränderte Aufhängung, die ist auch irgendwie vom Rockray übernommen, glaube ich, ne? Und hatte der Original da hinten auch zwei Reifen oder hat er nur einen? Weißt du das noch? Der hat einen. Einen, ne? Hier haben wir zwei vollwertige Ersatzreifen hinten drin, das ist natürlich richtig cool. Und ja, dadurch ist auf jeden Fall die Optik wesentlich besser. Hat aber auch einen Nachteil, das seht ihr in Fahrszenen jetzt eingeblendet werden, das ist vom First Run. Ja, ich weiß, ich habe den Wagen eventuell ein bisschen verkehrt gefahren für das, was er ist. Dennoch hat er sich andauernd aufs Dach gelegt, aber wirklich andauernd. Das mag damit zu tun haben, dass er halt höher ist und so weiter, natürlich auch der hohe Schwerpunkt. Der 1.0 war ein bisschen flacher und lag anders auf Boden, das war auf jeden Fall zu spüren. Aber auch an Aufhängung ist etwas, wo ein kleiner Tweak gemacht werden kann, was den Wagen sowas von verbessert. Das habe ich euch in jedem Video, seitdem ich das gemacht habe, gesagt. Da nochmal Grüße an den Schwabentech. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Der hat auch etliche Videos zu diesem Auto gemacht, was etliche Fahrwerkverbesserungen und. Ne? Alles schön und gut. Ich bin der Meinung, dass mir diese eine Sache gereicht und er fährt wunderbar. Und zwar ist das folgendes. Dazu hole ich euch mal ein bisschen näher ran. So, und zwar sehen wir hier die Schwinge. Und wie ihr sehen könnt, der Dämpfer, der kommt hier runter und ist hier angebracht. Serienmäßig ist der in diesem Loch. Wie man sehen kann, sind die alle völlig verdreckt und zu. Wir haben hier quasi 4 Anschraubpunkte. Und das Einzige, was ich an dem Auto jemals verändert habe, ist, die Dämpfer von dort nach dort zu setzen. Und habe ein bisschen die Vorspannung erhöht. Ein bisschen. Minimal ein paar Windungen. Und daraus ist resultiert, dass der Wagen um ein Vielfaches besser gefahren ist. Man konnte sowas von durch die Prärie ballern und man konnte natürlich entsprechend die Fahrweise, habe ich natürlich auch ein bisschen angepasst, ne? Da auch schöne Grüße an Marc von der Zielgerade 68, falls du das schaust. Ich habe dir übrigens geschrieben, kannst du mal bei Facebook bitte gucken, ich hätte da eine Frage. Man fährt natürlich so ein Fahrzeug in die Kurve reinbremsen und mit reinlenken und mit Beschleunigung wieder raus und nicht einfach mit Vollspeed in die Kurve legen, dann überschlägt sich so ein Fahrzeug einfach. Das ist halt kein Truggy, kein MT und so weiter. Obwohl ein MT macht das auch eher, das ist richtig MT, aber ihr wisst, was ich meine. Und aber auch dennoch war er wesentlich gutmütiger. Es war vielleicht nicht auf dem Aramoyabe-Level, der hat aber auch eine ganz andere Aufhängung, der sieht nur optisch so aus. Und absolut mein Tipp überhaupt. Und dann hat das einfach unglaublich Spaß gemacht, dieses Auto über Sandflächen zu ballern und so weiter. Man braucht natürlich ein entsprechendes Gelände, damit es auch Spaß macht. Ne, kannst du, war beim 1.0 wahrscheinlich auch genauso. Ne, auf Rasen hat es nicht so Spaß gemacht. Aber
das kann ich auch ganz klar sagen, das werde ich vermissen halt. Ne, der Mugabe bietet es mir zum Teil auch, aber das war echt mega. So, das dazu. Jetzt, für wen ist denn dieses Auto? Das leite ich jetzt mal daraus ab, dass er halt dann mega Spaß gemacht hat. Wie wir schon sagten, eben halt, Karosserietechnisch solltet ihr euch vielleicht für den Blauen entscheiden. Das könnte alles ein bisschen besser aussehen. Kann man natürlich alles abreißen, hier die ganzen Aufkleber und irgendwas anderes machen damit. Ist natürlich immer möglich. Hattest du auch irgendwas noch gesehen gehabt, ja, da? Blood Brother Graphics, die haben da noch so ein Dickel-Sheet für den Wagen. Also sind das Dritthersteller oder was? Oder ist das direkt von Lucy? Ich dachte, das wäre nee, das, von Lucy. Das sind Dritthersteller sind das. Die kommen aber aus Amerika, sag ich jetzt. Ach so, mal. Also kann man aus Amerika kann man quasi ein neues Dickel-Sheet kriegen und das selbst verkacken, das aufzuziehen quasi. Ja, das ist dann so hier nach Ken Block so ein bisschen, Ken Block-Style. Ah, okay. So also Leute, die Option habt ihr. Alles ab, euch das besorgen und selber rankleben. Dann könnt ihr euch selber ärgern. Genau. Für wen ist dieses Auto nichts? Das ist natürlich nicht für Leute oder für RC-Modellbauer, die nur eins im Sinn haben, nämlich Rampengeballer. Die den nächsten Ultra-Basher haben wollen, der 80 Backflips macht und dann einschlägt und alles aushält und so weiter. Für die ist es nichts. Aber wer gerne mal ein bisschen das ganze Spektrum von RC nutzt, wo ich mich eigentlich auch zuzähle, der auch mal einen Crawler hat, der auch mal ein Boot hat, der mal einen Onroader hat in verschiedenen Maßstäben, gerne auch ein bisschen rumschraubt und so weiter halt und das eine oder andere Projekt hat. Ihr wisst ja, mein Fuhrpark ist eigentlich sehr bunt gemischt. Der mal was anderes fahren will, da für den ist das was. Das ist ein riesiges Auto. Fahrspaßmaschine. Genau. Ne, die Reifen haben übrigens 17 mm Mitnehmer. Die könnte man auch quasi auf einem Basher fahren. Man hat plötzlich ganz andere Einsatzzwecke. So, das ist... Man kann damit einen Waldspaziergang machen und ein bisschen den Dreck aufwirbeln. Man kann wirklich wieder über eine Fläche ballern. Man kann auch wahrscheinlich auch auf einer Asphaltfläche damit Spaß haben. So springen tut er nicht. Ihr habt auch bestimmt jetzt in den 10 mehrere Überschläge gesehen, die nicht so vorteilhaft waren für ihn. Aber ja, ich kann das nur noch wiederholen. Im Nachhinein, zu Anfang war ich enttäuscht von dem Auto. Ein kleiner Mod, den ich jedem ans Herz lege, der lässt die Dämpfer einen auch nach hinten. Und das ist ein ganz anderes Auto. Mega Spaß gemacht. Er kostet knapp 1000 Euro, das ist viel, viel Geld. Ne? Oder wie siehst du das? Ja, das ist schon echt. Aber wenn man jetzt überlegt, wenn man jetzt einen Crate 8S oder so kauft. Ja, der kostet auch über 1000 Euro halt. Ne? Ja, das ist so. Ist vielleicht ein bisschen vielseitiger der Wagen, er fährt auch geil. Ja. Und kann auch springen und landen. Natürlich ist ihm in Grenzen gesetzt. Aber er kann halt nicht das, was er hier kann. Nämlich richtig scale-mäßig, super geil, realistisch in die Gegend fahren. Und das auch noch verdammt schnell. Ich weiß nicht, ob der jetzt schneller ist als der Vorgänger, aber auf jeden Fall ist er schnell. Speedtest auch auf dem Kanal. Nee, das Video findet ihr in der Playlist von Superbio Rail 2.0. Da sind auch alle anderen Videos drin. Könnt ihr mal durchschauen, wenn euch interessiert für den Wagen. Wie gesagt, Abstriche machen bei der Karosserie. Ihr müsst verdammt viel schrauben und da auch Bock drauf haben, wenn ihr da irgendwo ran wollt. Ich musste eigentlich auch nirgendwo großartig ran. Die LEDs, kann sein, dass die halt ausfallen, wenn er überschlägt. Ich habe auch vorne, glaube ich, eine LED kaputt. Das ist ein bisschen blöd. Aber er entschädigt mit einem massiven Fahrspaß, wenn man seine Fahrweise entsprechend anpasst. Und das ist auch halt eine Challenge, die ich bei vielen Autos habe, mich auf das jeweilige Fahrverhalten einschließen. Was bringt mir das, wenn ich den Wagen dahin trimme, dass er fährt wie ein Truggy, wenn er das nicht ist? Ne? Oder das... Basher XY von Marke sowieso, warum muss der so fahren wie die von anderen Marke? Wenn er doch für sich gesehen Spaß macht. So, und das ist es so. Eine Sache muss man hier machen, da macht er mega, mega Spaß. Und liegt es an euch, selbst zu entscheiden, wollt ihr so einen Wagen haben? Es gibt verschiedene aus auf dem Markt. Er ist, abgesehen von ganz tollen Exoten wie, wie heißen die? Du hast doch den auch hier, da, Ach, Kraken. Kraken, ne? Abgesehen von Kraken, die ja exotisch sind und wie teuer ist ein Kraken? Boah, der kostet nochmal doppelte fast der. Das doppelte, Leute. Ist es doch eigentlich ein erschwingliches, spaßmachendes Auto und auf jeden Fall ein besonderes Modell, wenn ihr den Leute bei euch in die Wohnung lasst oder ins Haus und die das dann sehen, die keine Ahnung davon haben, denken sich erstmal, was zur Hölle ist das? Das ist aber nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, aber ich habe den noch niemals mehr als einen halben Akku fahren sehen, oder? Der ist doch jedes Mal kaputt gewesen. Nee, der war nicht.
Der andere war kaputt. Der andere? Achso. Dann musst du den nochmal filmen. Ja, fünften Anlauf, oder? Ich danke euch, Leute, fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.